Yo, ich bin ein Profi. Die Profi nur mit B, so wie Brody. Gut, dann schauen wir uns das Video an vom satten Hugo. Jetzt mal ganz ehrlich. Let's go. Sehr geehrte Kunden, der kleine Marcel Eres wird müssen, soll sich bitte an der Kasse 1 melden. Die muss sich sorgen, ich wiederhole, der kleine Marcel Eres soll bitte zur Kasse 1. Dankeschön. Was läuft? Ach, das ist. Ach, Sascha spricht das da ein. Ach so. Ich dachte so, ey, hä, die Stimme kommt bekannt vor. Ist das Sascha? Und dann soll das Marcel Eres hier sein? Unser Monte, hä? Hey? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Aber war wirklich schön. Ja, das ist ja Amsterdam, wenn mich nicht alles täuscht. Sie, also, Real Talk jetzt. Ihr werdet lachen. Sieht ein bisschen aus wie Buxtehude. Na ja. Ist das rechts die Buxtehude? Echt? Sieht es so? Sieht es so schön. Es sieht echt voll cool aus. Sieht echt voll cool aus hier für Buxtehude-Verhältnisse. Also, es sieht schon nice aus. Wusste ich gar nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, Pauli, wie kannst du nur jetzt mal ganz ehrlich sehen? Was? Na, ganz so lustig nicht. Was? Was verstehe ich, Angelina? Verstehe ich nicht. Retalk sieht ein bisschen aus wie Buxtehude. Hab ich noch nie gesehen. Wer ist das? Erinnert mich aber an irgendjemanden bei uns. Wer fährt mich heim? Wer fährt mich heim? Und alle sich immer abgewandt. Ich kenne den nicht. Dein Keller ist voller Müll, den du nie benutzen wirst. Falsch. Das sind einfach Beleuchtung, ja. Ehemalige Beleuchtung. Mhm. Schreibtisch und Stühle, ja. Für ehemaliges, ja. Streaming-Equipment. Das trage ich doch nicht auf den Flohmarkt. Bist du bescheuert? Bist du bescheuert? Klar. Ich komme auf den Flohmarkt mit einem Tisch, Stühlen, Beleuchtung, einen Kühlschrank, einen Ofen, eine Mikrowelle. Ja. Das so funktioniert, genau. Flohmarkt. Ja, richtig. Geil. Wer ist Nathalie? Die ist schon volljährig, oder? Vor allem Licht, das war witzig. Witz wichtig hier. Hey, eine Feuerschlepp kenne ich noch irgendwo, ja. Haben wir nicht auch schon irgendwo gesehen? Den haben wir doch schon mal irgendwo gesehen. War der woanders schon mal drin? Habe ich kein Konzept gesehen, wo das vorkam? Kann gut sein. Ach, dann hast du okay. Digga, nein, ich will nichts. Ich frag einfach nur wie ein normaler Mensch. Weil sie hat für mich aus, als wäre sie halt so eine Art Babysitter so mäßig für ihn, was das betrifft. Ja, Babysitter! Kann nicht rein zufällig das Game abstürzen jetzt. Mein primärer Bildschirm ist einfach schwarz. Ja, perfekt, okay. Und das Game ist wirklich abgestürzt. Was? Ey, auf dem Schiff gegenüber sind heiße Tryouts. Hast du schon gesehen? Heiße Tryouts? Guck mal. Heiße Tryouts. Hast du schon gesehen? Boah, ich will, dass die beiden einfach so geil mal zusammen, weißt du? Dream? Ja. Wie Nico das immer macht? Genau, Sascha soll sie mal ins Stream einladen. Früher war es so Netflix und Chill, hat man gesagt, aber heutzutage sagt man lädt jemand ins Stream ein. Katzensuppe mit Wienerwürst. Sieht so mein Gesicht aus? Jetzt sag mal ganz ehrlich. Sieht meine Fresse so aus? Seh ich so aus? Ja, was ja? Wo seh ich denn so aus? Ja, ich hab mich auch schon, also... Wenn man es jetzt genau sieht, oh, es ist wieder, das Kaminfeuer ist wieder aus. Wenn man es genau sieht, ja, genau betrachtet, eigentlich schon so. Sieht eigentlich schon, Ähnlichkeit ist da auf jeden Fall. Die Nase ist halt nicht ganz so, ne, aber sonst, ja. Und ja, mir war es halt auch einfach wichtig, dass man in einem Streaming-Setup, wie es jetzt hier da ist, eine gewisse Energie auch rauslassen kann. Alles möglich, weil man kann, ihr wisst, wie ich bin. Ich bin ein aktiver Typ. Ich muss ständig irgendwas passieren. Das heißt, also ich kann einmal hergehen, dann sage ich, brauche kurz Breakdance. Ja, genauso wie ich damals meinen Boxsack, den ich dann an der Wand hatte, den ich halt dann kaputt gemacht habe. Aber es ist Inscopes neues Stream-Setup, ist ja richtig geil. Sowas brauche ich aber auch, ey, oh mein Gott, sowas brauche ich. Und dann hau ich da rein. Wisst ihr, wie ich mein? So, also man kann hier alles machen, ja? Digga, man hat hier so viel Platz und man kann theoretisch sogar einen kleinen Circle rennen. Hot Tub? Ja, Hot Tub wäre natürlich auf jeden Fall sexy. Hier ein Dingens aufzubauen, einen Pool. Und dann mit diversen Chias hier noch den Livestream zu machen. Ja, also... Wie lustig wäre das, wenn die Jungs da alle so im Pool sitzen würden. Außer so richtig billigen da, wo so Kinder so spielen. Und dann...
Streams einfach so. Das wäre actually funny. Meine HNO-Ärztin meinte quasi, das ist lustig. Da meinte ich so, ja, ist auf jeden Fall lustig, das mit der Nase. Da meinte sie so, nee, ich fand's lustig, dass sie gerade erzählt haben, was sie beruflich machen. Das mit der Nase ist katastrophal. Ah ja, perfekt, Digga. Ah, danke, Digga. Das ist genau das, was man hören möchte von der HNO-Ärztin. Top. Oh, die hat rote Haare, oder? Oh, die hat auch rote Haare. Uiuiui. Ich weiß ganz genau, wer jetzt... Nee, komm wieder am Geiern hier. Eieiei, die ganze Zeit nur. Das Video heißt doch so gut, so guckst du doch gerade. Also ganz ehrlich, Brody, Mann, das wollte ich dir sein. Jetzt mal ganz ehrlich. Angina, ich verstehe es immer noch nicht, was du willst, sorry. Ich habe hinterher gerade. Gleich nicht mehr könnte und einfach jede Regel brechen würde, Digga. Niki, ja, müsst ihr jetzt ganz, ganz schnell in dem Restaurant auf die Toilette, Digga. Ich glaub, ich stehe auf die... Revit heißt sie, okay. Revit. Revit. Einmal kurz eine Donation hier reingeballert, da gucke ich mal ganz kurz, was ist hier los. Von Blind090, danke Digi. Und moin, bitte nicht vorlesen. Oh. Jetzt habe ich eingekackt. Oh nein. Er hat es wirklich jetzt angezeigt, oder was? Offen für die... Bitte nicht vorlesen, ich habe eine Frage an dich. Bitte für die Opfer der Flut in Ahrweiler spenden. Ich bin für die Opfer der Flut in Ahrweiler spenden und spezielle Sachen am Suchen. Vielleicht kannst du mich um die Leute etwas helfen. Mein Kanal und zeig eine Doku. Okay, wird jetzt hier Fame geil oder was? Oh nein, es ist zu spät. Bitte nicht vorlesen, ich habe eine Frage an dich. Ah, scheiße. Wer ist denn das? Das ist der. Wer? Superman. Was hat der für einen Sessel? Der hat einen Sessel, der, sagen wir mal, gebaut wurde für Leute, die ein bisschen mehr genascht haben. Ja und? Muss es auch geben. Ja, die sind muss meistens es auch geben. Netter wie das die. Das ist der Rainer. Wie die Magerhaken. Das ist der Rainer. Ich mag lieber griffige Leute. Wie ein Hungerhaken. Da ich noch. Ja gut, ich habe unsere Partei kein Interesse an der Mutter von Knossi, oder? 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 Ein, zwei Leute grüßen. Na klar. Sevi, Leon, Luis, Mataki, Patrick, Ruko, Marco, Flo, Daniel, Kenzi, Leon, Lionel und Head Goss. Ja. Und sehr Fabrik gut. Und Kai aber. Ah, ja, danke. Die zwei auch noch. Sehr gut. Hey, Leute. Total Schaden direkt. Hungriger Hugo, weil das sind die wichtigen Themen, die Menschheit wirklich, mit denen man sich befassen muss. Am Ende des Tages, Digga, pissen und scheißen wir alle aus denselben Löchern, Digga. Und wahre Freunde, wahre Liebe und eine richtige Familie ist unbezahlbar und das kannst du dir nicht mit Geld kaufen. Nüchtern, ja, wir sind nicht... Weise. Monte Weise. Hallo. Nico, klär mir die bitte. Ey, liebe Dame von dem Video hier, falls du das sehen solltest, der liebe Bommel ist einer von meiner Community, ein extrem studierter Arzt, ist ein richtig schnieper Typ, 26 Jahre alt, extrem breites Kreuz. Bommel ist dein Mann. Ich möchtest du deinem Gast etwas zu trinken anbieten? Nico, willst du was zu trinken? Die würde ich nehmen. Hey Leute, wie der dich jetzt sein Setup da aufgebaut hat, alles auch direkt neben ihm, sogar ein Mac-PC dahingestellt hat jetzt, hat extra mitgebracht. Um da jetzt auf seinem Trackpad zu sitzen und da auch mit dem... Okay, alles klar. Komplett Everest ist mitgenommen hier. Nicht mehr so fertig, guck mal, was ich noch hab. Ey, ich bin schon mit dem stillen Leitungswasser zufrieden. Ah, sowas hab ich. Nee, die Skins gefallen mir ja mal gar nicht. Und sonst kann ich kann mir nichts mehr payen. Ich hab es 100 Euro aufgeladen, kann mir nichts kaufen davon. Ich kann meine Gems gar nicht loswerden. Ja, jetzt mal ganz ehrlich gefragt, es gibt auch nicht über Umwege irgendwas, was ich payen könnte. Wie findest du das Game? 9 von 10 Sternen würde ich jetzt erstmal verteilen. Ein Punkt Abzug, weil ich nichts kaufen kann. Ja. Also da sieht man dann auch einmal mal wieder, wie Max in Feierlaune ist, ne? Wenn er sich mal den Gesichtsausdruck einfach mal reinzieht. Er saß da einfach und hatte gar keinen Bock auf die Scheiße. Und da hat's bei Max aber ganz anders geschoben. Oh.
Ich hätte auch mega Angst, irgendwie da zu schlagen oder sowas und dann gegen das Plastik zu schlagen oder das Ding kommt runter und ich hau oben dran. Also mir wird sowas locker passieren, Leute, ihr kennt mich. Ich habe gegen den Boxer geschlagen an der Wand und der ist aus der Wand rausgerissen, auf den Boden gefallen. Also ich freue mich schon, wenn ich irgendwann ausziehen werde und dann dem Vermieter erklären soll, was das da ist. Wo das da herkam. Ich habe es zugespachtelt, aber ja. Hier besser nochmal. Du schlägst ja wie ein Mädchen. Jo, was sind das für Jokes? Wir wussten sonst nicht, wie wir da halt nehmen. Ein Rentner kommt selten allein. Wir brauchen auf jeden Fall ein Rentner-Duo. Und sonst gibt es keine anderen Streamer, Schauspieler, Sportler, Musiker in Montes Alter. Ja, Musiker, lass mich das. Achtung, eins, zwei, jetzt mach den Kopf zu. Und Thomas hat auch Muskeln. Hey, was sind das für Kniebeugen? Kniebeugen. Genau, das sind Kniebeugen. Was sind das für Liegestütze, meine ich? Das alte Geld von 80 oder sowas. Ja, scheint so irgendwie, ne? Ja, das sind die Liegestütze, Junge. Der Schwinger. Der Schwinger. Wie man Elodrix zum Lachen bringt. Oh. Twitch-Server. Allein dieser Aufwand für dieses Video, einfach die ganzen 14 von Monte rauszusuchen. Oh mein Gott. Und selbst wenn Hugo das nicht gemacht hat, dann hat er ja irgendwo eine Compilation wahrscheinlich dazu gefunden. Und da hat irgendein anderer Typ die ganzen 14 rausgesucht. Oh mein Gott, Alter. Was sind die gerade am Schmieren? Twitch ist Amazon. Amazon hat heute New World released und der Server ist überlastet. Und das überlastet auch die Twitch-Server. Boom. Stimmt's? Ja. Sauber. Mein Computer ist abgestürzt, mein iMac. Oh nein! Scheiße. Der iMac ist abgestürzt. Der ist Scheiße. Komplett gebrochen, Alter. Na gut, abgestürzt. Im wahrsten Sinne des Wortes einfach abgestürzt. Er ist wirklich runtergefallen. Ist der 27 Zoll iMac einfach vom Schreibtisch gerutscht. Oh mein Gott, das tut so weh. Och Mann, ey, der Fuß war richtig dumm gerade. Och Mann, oh, ich ist da gelacht. Oh, der Furz am Ende noch so mega kontextlos, ey. Darüber muss ich dann lachen, okay? Dann findest du auch okay. Wenn die Show dumm dargestellt. Och Mann, ey. Aber geiles Video. Oh, Mann. Yo, ich bin ein Profi. Den Profi nur mit B, so wie Brody.